So, willkommen zurück in Reggietown. Ich bin der Bürgermeister Reggie und ich versuche dieses Ding hier zum Wohlstand zu bringen. Ja, schön bauen ist vielleicht nicht so meine Stärke. Vielleicht ist ja meine Stärke effektiv bauen. Ups. Okay. Das ist unsere große Feuerwache. Was? Wieso ist da kein... So. Was ich damals schon wusste, ist... Ups. Dass diese Brandschutzbeauftragten sehr gut sind, um Brände schon mal zu verhindern. Genau. Da kommt einer hin. Okay, jetzt müsste man nur noch die Schätze hier. Haben wir gerade Erdbeben? Nein. Würde sich jetzt komisch an. Okay. Okay. Das machen wir mal weg. Was für Erd? Kannst du mich mal, dann mache ich das, wann ich will. So, was sagt denn unsere Versorgung? Strom, jede Menge Wasser, jede Menge. Da wollten wir uns auch noch von den Wasserdingern hier trennen. Dort auch wieder Wohnbereich hin. Was ist da los? Will nicht? Na gut. Gut, also Wasserversorgung prima. Abwasserversorgung geht so. Genau, und da war mein Plan, dass ich das hier hin mache. Oder dahin. Ausbau geht. Filterpumpe. Also die werde ich später bauen und die müssen dahin. Ja. Da bleibt nicht mehr viel Platz. Vielleicht auch ein wenig ungünstig gebaut, das gebe ich zu. Aber gut. Aber so ist es halt. Okay, wir können bald wieder ausbauen. Wie schaut's denn bei unseren Bedarf an mittleren Einkommensschicht? Okay, das hatten wir doch schon mal, das Problem. Mittlere Einkommensschicht. Komm, kriegt ihr ein bisschen Sport, ne? Kriegt ihr Sport?
Der kostet nicht ernsthaft 10.000, oder? Nee, das ist dann doch vielleicht ein bisschen too much. Ja komm, hier, Basketball, ne? Basketball, das wollt ihr doch. So, hier, schön Basketball. Ach, das war ja übersichtlich, wie sie sich freuen. Na gut, dann, das sieht gut aus. Wo ist das Problem? Klassenzimmer voll, alles klar. Klassenzimmer voll. Ja, das stimmt tatsächlich. Komm. Noch ordentlich was oben drauf. Ja. Schweiß. Okay, die Busse fahren alle schön. Busse müssten wir auf Maximum haben. Ja, wir haben alles auf Maximum. Schule ist komplett ausgebaut. Ja, mehr möchte ich dann auch nicht. Oh, ah. So ist es, ne? Da haben wir noch einen Haufen Schüler vergessen. Jetzt ist die Frage, ob das reicht. Es tickt auf jeden Fall hoch. Es tickt und tickt und tickt. Ah, 1400, wenn ich das hier richtig lese. Haben wir 1400 in unserer Stadt. Okay. Allgemeine Hochschule. Vielleicht sollten wir den Platz hier hinten mit der Hochschule nutzen. Das habe ich aber alles ungünstig gebaut. Schaut es denn hier aus? So. Können wir jetzt hier eine Schule bauen? Ja. Danke, dass du mir das jetzt sagst, ne? Okay, was ist das? Okay, dann... Dann machen wir das wieder weg. Wir. So, und würde ich sagen, dann hier. Oder hier. Direkt neben dem Müll. Ja, kommt es. Immerhin neben der Polizeiwache, das ist doch schon mal... Aber ich habe wirklich gerade kein Geld. Wieso habe ich kein Geld? Da muss ein bisschen Geld reinkommen jetzt. Ich habe doch keine Kredite am Laufen. Verdiene einen Haufen Geld mit Erz. Soweit ganz gut aus.
gut. Täglicher Gewinn. Was ist, wenn wir hier als einfach und Roherz lokal? Wenn das voll ist, verkaufen wir das Ding. Ja? Ist das ein Plan? Okay, das könnte vielleicht klappen. Zweiundvierzigtausend, okay, dann eben nicht. Verstopfte Rohre, ja, danke. Ich habe kein Geld. Was soll ich denn machen? Geld wächst nicht auf den Bäumen. Okay, Erz. Mal gucken, 23 Uhr. Und sobald es 0 Uhr ist, werden wir alles verkaufen. Das wäre der maximale Gewinn. Mal sehen, ob es klappt. Ich habe keine Ahnung. Okay, jetzt geht's los. Zack, Export, gib ihm. So. Wo sind Brände außer Kontrolle? Wo denn? Okay, Gefängniszellen sind soweit. Wo ist denn meine? Genau, die Klinik wollte ich schauen. Aufnahmekapazität passt soweit. Krankenwegen, da können wir noch einen, das kostet einer 10. Da geht noch einer. Einer geht noch. Kauf doch mal Erz. Hätte ich vielleicht Kohle dabei mal stoppen können. Okay, ich stoppe mal den Kohleverkauf. Damit sich die Lastwagen nur konzentrieren auf. Lager dazu schustern. Okay, ich habe hier noch einen Transporter dazu. So. Zwei 42. Produzieren Sie mehr. Schaut da der tägliche Gewinn aus. Das hat nicht so ganz geklappt, wie ich mir das vorstelle.
das ist gar nicht so schwer, die nächste Stufe zu erreichen. Alter Schwede, schaut das da übel aus. Gab's nicht da Bäume, um dagegen zu... Natur. Aha. Waldpflanz. Muss erstmal reichen. Schauen wir nochmal Strom, Wasser. Wasser wird schon. Die Abwasser ist das. Wasser. Gut, wir haben 14 Uhr. Klassenzimmer voll. Ja. Ja, kommen wir jetzt nicht drum rum um die Schule. Ah, da freuen sie sich. So, und... Erweiterungsflügel. Oh ja, der braucht ordentlich Platz. Ob das passt, weiß ich gar nicht. Aber kann ich eh nicht ändern. Passt das? Passt nicht. Okay, so wird das passen. So. Und hier Bushaltestelle. So. Ja, dann stellt man neue Leute ein, ne? Kapazität 1000. Okay, das müsste soweit passen. Wie schaut's da aus? Stellen Sie ein Polizeirevier auf. Ja, das Polizeirevier kostet eine Stange Geld. 95. Und ich will's ja aufstellen. Am liebsten würde ich das... da aufstellen. Ich glaube, ich werde es hier zentral irgendwo hier rein oder so. So. So eventuell. So, dann sind sie auch schnell da oben. Ja, wir brauchen immer noch Kohle, Kohle, Kohle. Wobei ich geneigt wäre, Kredit aufzunehmen. Wobei, wir brauchen das eigentlich nur abwarten. Ja. Wir haben schon 72.000. Das läuft alles. Allerdings haben wir es nicht geschafft, den Kredit zu gewinnen. Ups. Ja. Okay. Ja, Reggie Town bei Nacht. Welche Ansicht können wir denn mal machen, dass das... ganze Grafik mal aus ist. So. Das sieht doch an sich nicht schlecht aus. Was ist aus dem Wald geworden? Ja. Ein Finsterwald. Sag bloß, wir haben ein verlassenes Haus. Wegen Verbrechern. Komm. Stellt euch mal nicht so an.
Stellt euch mal nicht so an. Ach ja, ich wollte ja schauen. Müll da. Recyclingzentrum. Das würde einen Haufen Geld geben. Kostet aber auch einen Haufen Geld. Oh, wir haben jetzt genug Geld für Polizier. Okay, dann stellen wir das Ding mal hier auf. Zack. Und wir haben eine neue Stufe erreicht. Und wenn wir wollten, könnten wir jetzt Sicherheit haben wir, Versorgung haben wir. Ja, momentan brauche ich davon nichts. Oh, Alter. Jetzt sind wir aber richtig gesunken in den stündlichen Verdiensten. Was ich aber auf jeden Fall möchte, ist hier der hier. Also den möchte ich auch. Und den möchte ich. Ich muss schon sagen, das ist ganz schön teuer alles. 30.400 pro Stunde, dann wäre ich tatsächlich bei null. Ne, lassen wir erstmal. Große Akkulogie. Ja, genau, für 5.000. Davon habe ich nichts. Und Belohnung wäre 5.000. Okay, wie viele Sims habe ich jetzt? Oh, bald kann ich... Das war das Bürgermeisterhaus dorthin zu stellen, war nicht schlau. Ich dachte nämlich, das wäre die Villa. Na gut. Schön, schön. Dann schauen wir doch mal. Na super, mein Timer ist... Entweder habe ich den überhört oder der ist abgestürzt. Gut, dann mache ich noch 2 Minuten und dann... Oder noch 5 Minuten. Dann mache ich erstmal Cut. Ach was. Jetzt bimmelt er. Komm, das mit dem Feuer, das machen wir noch. Und...
So. Ja, Freunde, das war's erstmal für diese Folge. Ich würde sagen, die Stadt läuft schon ganz gut soweit. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Bürgermeister Reggie tut sein Bestes. Ne? Also mehr versprechen die Politiker ja auch nicht. Also bis dann.